So, wie versprochen, machen wir jetzt noch schnell den Lootbeutel. Ihr seht, ich kann mich gar nicht von meinem Stitchy trennen. Der ist einfach so geil. Und ich habe schon ganz viele Hüte fürs nächste Jahr gesehen, die ich mir dann zulegen werde. Und Capes und Hosen und Jacken und Shirts. Es ist einfach zum Ausrasten im Disneyland. Aber kommen wir nun zum wichtigen Teil des Abends. Unser Lootbeutel, ja, den gibt es nach wie vor zu gewinnen am Ende unserer Tokio-Reise. Da haben wir schon ein paar Sachen reingepackt. Heute packen wir wieder was rein. Für alle, die noch nicht wissen, wie es geht. Nächste Woche Dienstag sind wir wieder in München. Da stellen wir dann 5 Fragen zu allen Fotos und Videos, die wir hier so gepostet haben die letzten Tage. Und wer uns die 5 Fragen richtig beantwortet, hat dann die Chance, diesen Beutel zu gewinnen. Da packe ich heute jetzt mal Folgendes rein. Da habe ich zum einen hier so Black Butler Sticker noch abgegriffen. Ja, die gehen da rein. Dann habe ich hier so ganz viel Süßigkeiten-Kram. Unter anderem exklusives Disney Halloween Süßigkeiten-Bonbon-Zeug. Das hat man bekommen, wenn man zu so einem Cast-Member mit so einer, der hat so ein Halloween-Körbchen gehabt. Zu dem musste man Happy Halloween sagen und dann hat man Süßigkeiten bekommen. Finde ich super. Sollte überall bei uns auf der Straße rumrennen. Das kommt jetzt auch mal alles hier mit rein. Dann haben wir Karen Senki irgendwas Riegel. Ich kann es nicht sehen. Ich will es auch nicht aufmachen. Das macht mir Angst. Aber attraktive junge Anime-Damen sind drauf. Deswegen ist das mit Sicherheit was für euch. Das habe ich sogar zweimal im Angebot. Und dann habe ich noch hier so eine. Ich habe vergessen, wie die Firma heißt. Yuhi Yuhi Kingdom Tüte. Sehr, sehr putzig. Die geht da jetzt auch mal dann mit rein. Und zu guter Letzt heute noch aus dem Disneyland ganz niedliche Winnie-Pooh-Sticker. Die finden bestimmt alle super, weil Winnie-Pooh einfach geil ist. Das kommt auch rein. Die Tüte wird jetzt schon verdammt voll. Und die wird auch mit Sicherheit morgen voller, wenn es dann nach Akihabara geht. Da gibt es ja durchaus so den ein oder anderen Nerdkram, den man da vielleicht reinpacken könnte. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich sage jetzt Tschüss, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen.